Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen wieder hier bei Freyas Orakel und Wegweiser. Ich hoffe, ihr hattet ein angenehmes Wochenende, auch bei diesem Mistwetter, würde ich jetzt mal sagen. Aber der Regen wird ja natürlich auch für die Natur gebraucht, ne? Damit dann alles auch viel, viel besser blüht im Frühling. Ja, das sage ich jetzt mal so, und das sieht ja dann auch richtig wunderschön aus. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut. Ich begrüße ganz herzlich alle neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hier seid. Fühlt euch willkommen in unserer Reisegruppe der Kämpfer. Ja, die Kämpfer, die stehen natürlich dafür, dass sie nicht kämpfen, sondern dass sie immer wieder aufstehen, weitermachen, weitergehen. Na, genau. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich bedanke mich natürlich auch für eure Likes und lieben Kommentare. Und dann habe ich heute, ab heute bis Sonntag, also vom 27.03. bis 2.04., habe ich hier für meine Bestandskunden, aber auch für alle neuen, ne? Und habe ich hier wieder eine Gewinnaktion, und zwar die SOS-Legung. Das heißt, du kannst dir eine Frage stellen und eine Antwort sofort von mir bekommen, ja, wenn du die stellst. Also du musst da nicht lange warten. Und diese biete ich heute statt für 7 Euro für 5 Euro an. Ne? Also schlag zu, wenn ihr gerne möchtet, wenn ihr unbedingt eine Frage habt. Und die Gewinnaktion, die ist ja noch die ganze Woche. Und du gibst dann einfach nur, du buchst dann bei mir auf der Webseite, buchst du einfach nur die SOS-Legung und dann gibst du den Gutscheincode SOS ein. Ja, und dann wird das abgezogen und dann kannst du deinen Termin hier gerne bei mir buchen. Ne? Du kannst mich aber auch, wenn du es nicht über den Shop machen möchtest, kannst du mich auch gerne über WhatsApp anschreiben oder über E-Mail. Dann können wir das natürlich hier auch machen. Dann gebe ich dir hier einen Termin. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die Energie. Es scheint heute hier so ein bisschen um die Liebe zu gehen, ne? Was ich schon mal sehe. Es geht im Generellen heute hier um die Beziehungen. Deine Beziehung zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst, ne? Natürlich, also es geht hier wirklich nicht nur um die Liebesbeziehung zu den Menschen, sondern es geht um alle Beziehungen, die in deinem Leben sind, weil die dich auch irgendwo selbst spiegeln. Also wenn hier irgendwas nicht stimmt oder ne, du vielleicht auch mit irgendwas angetriggert wirst oder sowas, dann schau auch immer bei dir selbst hin. Ne? Muss nicht immer so sein, ne? Man sagt ja nicht immer, dass du an allen schuld bist oder so, nee, aber so gewisse Arten und Eigenarten, die spiegeln dich natürlich dann auch. Ne? Ja, dann geht es hier mit den Sternen um eine Wunscherfüllung oder auch um eine Veränderung, die du gerne machen würdest. Ne? Du suchst dir eine Lösung, du möchtest vielleicht was loslassen, du drehst etwas den Rücken zu, vielleicht hast du hier schon was beendet oder hast vor, etwas zu beenden. Ja, aber irgendwie hängst du hier kopfüber in einer Situation, hier ist ein Stillstand, ja, da kommt irgendwie nichts und du wartest hier auf eine schicksalhafte Veränderung, ne, dass da noch was kommt, weil du fühlst dich zurzeit überhaupt nicht so wohl, es kränkelt etwas bei dir hier im Gesundheitlichen, im Finanziellen oder generell in deinem Leben kränkelt etwas. Und du wünschst dir hier etwas Neues, du wünschst dich hier aufzumachen endlich, dass da hier was passiert, dass da was kommt, ne, in deinem Leben. Ja, und dann haben wir die Sonne mit hier und das ist das größte Glück, ne, das überstrahlt auch negative Karten. Wir haben jetzt nichts groß Negatives, außer dass du dich hier gefangen fühlst in einer Situation. Also du wünschst dir hier heute wieder mehr Freude. Ne, nicht nur heute, natürlich immer wünscht man sich Freude, aber gerade heute kann hier wieder in dein Leben die Sonne reinkommen. Ne, wieder mehr Licht reinkommen in die ganze Sache. Du befreist dich hier wahrscheinlich von einer Situation. Also du hast dich vielleicht auch gefangen gefühlt in etwas, in einer Situation. Das kann jetzt wirklich in jeder Situation sein. Ich halte das Orakel jetzt hier ganz allgemein und triffst dann die Entscheidung, hier dich endlich aufzumachen mit dem Auto. Ja, also hier bist du in diesem Glas und denkst noch so nach, was du drüber machen kannst. Ne? Auf einmal erleuchtet es dir, kannst du schon fast sagen. Und dann, ja, dann steigst du ein ins Auto, befreist dich hier von diesem Glas und machst dich dann los. Ne? Und es könnte sich hier um einen Menschen handeln, um einen Seelenpartner.
Wenn dir das jetzt nichts sagt, das ist ein Mensch, mit dem du dich sehr, sehr tief verbunden fühlst. Das muss jetzt nicht unbedingt eine Liebschaft sein. Das kann natürlich auch ein Arbeitskollege sein, eine Freundin, ein Kind oder was auch immer. Ja, ein Mensch, mit dem du dich richtig tief verbunden fühlst, wo du eine tiefe, innige Liebe auch spürst zu diesen Menschen. Und um so einen Menschen geht's, ne? Ja, und bei diesen Menschen geht es darum, dass man mit diesen Menschen eine Gemeinschaft bildet, dass man vielleicht mit diesen Menschen feiert oder auch um eine Vereinigung. Ne? Mir kommt jetzt auch noch mal rein, hier war ja der Tod mit dabei. Ja, vielleicht gingen hier deine Wünsche nicht so richtig in Erfüllung mit diesen Menschen. Ne? Du hast dir gewünscht, dass du vielleicht loslassen kannst, dass du hier was verändern kannst. Ne? Und der Tod, der sagt ja auch immer, man wünscht sich hier eine Veränderung. Es muss ja nicht unbedingt hier etwas sein, dass man sich trennen muss gleich. Vielleicht war aber auch für den anderen ein Cut, eine Trennung oder sowas. Und man wünscht sich aber hier auf jeden Fall in dieser Sache eine Veränderung. Ja, dann haben wir unten den Nebelwald und das heißt, dass man hier absolut keinen Durchblick hat. Man wünscht sich auch hier wieder diese positive Veränderung. Entweder ist hier noch eine andere Person mit im Spiel, worauf du schaust, oder es sind ganz einfach diese Konflikte, diese Komplikationen, die das machen zwischen euch. Ne, man sieht hier, wie das an dir nagt. Du hast dir hier die Dinge wirklich von nahen, von fern betrachtet. Auch in deinem Inneren sieht man hier mit dem Buch. Vielleicht hast du dir aber auch Wissen angeeignet. Ja, du suchst jetzt einfach da eine Lösung, dich hier aufzumachen, ne? In den Frieden, in die Harmonie, vielleicht mit diesen Menschen auch hier zusammen zu sein. Ja. Und ja, hier unten sehen wir ganz einfach, du wünschst dir hier eine Klärung, eine Bereinigung. Du möchtest das klären, ne? Also die Ruten kommen jetzt nicht als Zweifel rein, sondern wirklich auch nicht als Streit. Sondern, ach doch, für den einen oder anderen wird mir hier gesagt, kann ein Streit gewesen sein. Und hier war ein Streit, man wünscht sich die Harmonie wieder, vielleicht hatte man was beendet, man hatte keinen richtigen Durchblick und du machst dich aber jetzt hier auf die Reise, ne? Vielleicht auch diese Sache zu klären. Für den anderen ist es so, dass man wirklich etwas bereinigen möchte und vielleicht die Person auch versucht einzuladen oder ganz einfach hier wieder Frieden, Harmonie reinzubringen, vielleicht auch eine kleine Überraschung zu planen. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber kann. Ne? Vielleicht denkst du aber auch, dieser Mensch ist ein Geschenk für dich und ja. Irgendwas war hier beendet. Man möchte auch diese Unklarheiten hier beenden zwischen euch, ne, die das sind die ganze Zeit und macht sich hier auf den Weg in die Sehnsucht rein. Ne. Man hat auch Sehnsucht nach diesen Menschen, Sehnsucht nach einer Klärung, Sehnsucht, diese ganze Sache hier endlich mal aufzuklären und zu bereinigen. Ne. Du möchtest ja auch weiter hier auf die Reise deines Lebens gehen. Ja. Du möchtest dich ja auch weiter vorangehen. Und ja, heute ist wahrscheinlich wirklich der Tag, wo du hier endgültig mal eine Entscheidung treffen möchtest, dich aufmachst. Ja, wo geht's denn jetzt nun hin mit uns? So ungefähr. Ne? So kann man das sagen. So, wir schauen mal, was die Engel und Ahnen hier noch dazu sagen, zu dieser Sache. Was sagen denn die Engel und Ahnen heute noch dazu? Himmelsvater. Vertrau auf das Unbekannte. Ja, diese ganze Sache ist von oben beschützt und du sollst natürlich auch mal von oben wie so ein Adler auf diese Sache draufschauen. Aber mich interessiert jetzt mal noch was anderes. Wie geht denn diese Sache heute aus? Ja, also wenn das hier geklärt ist, kommt es denn überhaupt zu einer Klärung? Wie geht denn diese Sache heute aus? Okay. Also, ja. Also heute werden sich einige Sachen eröffnen, weil hier ist der Schlüssel und der Schlüssel schließt das Haus auf. Also man wird heute wirklich sich auf die Reise machen, sehe ich hier, den Schlüssel nehmen, ne, und diese Sache einfach klären. Weil man möchte sich hier wieder wohlfühlen, man möchte wieder Sicherheit, Geborgenheit haben. Ne, und deswegen wird man entweder zu der Person nach Hause reisen,
Na, das kann ja auch sein mit dem Koffer, dass man hier zu dieser Person vielleicht auch reisen möchte oder dass man hier einfach etwas sich auf die Reise macht. Na, das kann auch im physischen sein und dass man hier mit dem Schlüssel dann das aufschließt. Na, dass man, ja, dass man diese ganze Sache hier auf jeden Fall in eine Klärung reinbringt, damit diese ganze Unruhe hier mal rauskommt. Ne? Ja, wir haben ja die Nervosität. Das Ganze macht dich natürlich auch nervös. Ne? Aber das ist Bestimmung, dass du bist auch beschützen, das ist geführt. Ne? Auch ein Treffen ist hier geführt, eine Einladung oder sowas. Ne? Und auch eine Wunscherfüllung sehe ich hier. Eine Wunscherfüllung auf Neuanfang. Also sehr, sehr interessant, würde ich sagen. Gut, meine Lieben, dann würde ich jetzt mal noch unsere drei Runen ziehen. Warum drei Runen? Weil drei meine Glückszahl ist. Übrigens möchte ich mich nochmal für eure Bestellungen danken für den Runenkreis und ich freue mich, dass der ein oder andere das schon mal anwendet und ja, und das auch täglich und da freue ich mich wirklich riesig drüber. Wenn du jetzt auch so einen magischen Runenkreis haben möchtest und nachschauen möchtest, wie dieser funktioniert, dann kannst du gerne mal hier in der Infobox in meinen Shop gehen und kannst dir gerne mal die Sachen durchlesen dazu. Oder du gehst hier bei YouTube unter meine Playlist, unter die Anwendung von dem magischen Runenkreis. Da kannst du schauen, wie dieser funktioniert, ja? Okay, welche Rune begleitet uns heute? Die Kenas, das ist das innere Feuer, das ist aber auch der Spiegel und das passt ja ganz gut heute hier zu den Beziehungen. Ne? Schau auch bitte, wo man sich hier spiegelt. Ne? Also wenn dir jemand anders was dir sagt und du fühlst dich hier auf dieser Seite auch angegriffen, dann guck auch, wo dein Spiegel ist. Ne? Wir aktivieren die Rune jetzt, ne? Und dann begleitet die uns heute, ne? An diesem Tag. So. Welche Rune begleitet uns als nächstes? Oh, das ist die Daggers. Und die steht hier für eine höhere Wahrnehmung. Mach dich leichter. Ja, die Daggers ist auch eine Sanduhr, wo es langsam durchrieselt. Ne? Langsam, leichter. Sand ist ja auch ganz leicht, der da durchrieselt. Also du sollst wirklich eine höhere Wahrnehmung von deiner Situation auch einnehmen und von oben auf die Sache draufschauen. Habe ich ja hier schon gesagt mit dem Himmelsvater. Ne? Okay, aktiviert. So, und welche Runde begleitet uns als drittes? Bin gespannt. Oh, das ist das Ei. Das ist die Evas. Ingwas, nicht Evas. Ich verwechsel die Runen manchmal. Ja, und die Ingwas, die steht für das Urvertrauen. Ja, du sollst im Urvertrauen bleiben. Das ist auch die kosmische Gebärmutter, wo auch was draus geboren werden kann. Ne? Also hier kommt etwas Fruchtbares am Ende raus aus dieser Sache. Ja, das ist doch richtig schön. Also wie gesagt, uns begleitet heute hier die Kenas, die für das innere Feuer auch steht. Ne, die auch für den Spiegel steht. Du sollst eine höhere Wahrnehmung von deiner Situation einnehmen. Und natürlich kann ja auch was Fruchtbares draus entstehen. Und du sollst natürlich auch im Urvertrauen bleiben, ja, dass das Ganze auch hier gut ausgeht und ja, kommen wird. Ne? Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Montag. Soweit es geht natürlich. Ich weiß, Montag ist immer so ein Schontag. Ne? Aber ich wünsche euch trotzdem hier noch einen ganz, ganz tollen Tag und ich gebe euch später noch die Nachricht von deinem Herzensmensch rein. Ja, ciao, ciao.